Okay, hier sind wir anscheinend in dem Gold-Level-Bob gefangen hier. Holy moly. Blueprint. A blueprint for the room with all of the vats near the facility entrance. It reveals that the vats contain hydrogen and oxygen in massive quantities, and they all feed to a central location. Essentially, it's a massive fuel source, but you're not interested in that as much as the notes on possible points of interest for a tour written by Bob. Okay. Es ist eine Blaupause von der Einrichtung, die verschiedene Tanks zeigt, die extrem viel Treibstoff lagern und die hier überall verteilt sind, aber und an einer zentralen Lagerstelle aufbewahrt werden. Aber die Notizen von Bob, wie er hier seine Tour durchplanen möchte, sind wesentlich interessanter für dich. Vladi. Everything in this place is so stupid. Okay, das habt ihr aber verstanden, ne? Alles hier ist so doof. Hat der jetzt hier einfach noch einen Gang rangemalt oder was? Warum? Bob, you twit. Where's this hallway? I broke my nose running into this stupid painted wall. Sir Ted, should have told you about that. I sold it for scrap to pay for the lobbies. Oops. Okay. Ted ist hier in die Wand gelaufen, weil Bob, um die Lobbys zu bezahlen, hier den ganzen Gang verkauft hat an den Schrotthändler. Hier ist ein Computer, wieder so einer wie von der Toilette. Yes, why not? Another stupid door for Vladdy to fix. Idiot. Ja, vielleicht zieh durch. Das ist dein Job. Hier ist wieder so Fischtanks, ne? Ja. Good so boy. Vladdy know what to do. Just hit stupid thing until. Stupid place this Das is. Coffee-Ding. Hey, look, the coffee trolley. Pause and pause. Der Coffee Trolley, ja. Coffee Trolley Main Essence. Können wir hier rein? Nein. In der Coffee Trolley rumfahren? Nein. Brauchen wir wieder Coffee oder was? Wir haben nur den Muffin. Können wir den englischen Muffin in den Coffee Trolley boxen? Nein. Können wir hier interagieren? Nein. Gut, wir gehen weiter. So, hier sind überall Bauarbeiten. Hier ist eine verschlossene Tür. E-Card-Slot haben wir nicht. Biolab. Hier ist wieder ein Note. Bob, I'm not going to ask you again. Clean your own fish tanks. I lost all of Julie because of you, jerk. Okay, Bob soll seine eigenen Fischaquarien reinigen, weil er hat schon alle seine Fische verloren wegen ihm. Weil er die wahrscheinlich mit Chemikalien reinigt. Oh, ich muss noch kurz trinken. Mein Hals ist so trocken, Entschuldigung. Aber am Ende dieses Ganges scheint eine interagierbare Maschine zu sein. Hier sind überall die Panels offen. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Und hier geht's lang. Ist die Tür hier halb offen oder ist sie kaputt oder ist es eine Spiegelung? Was ist mit der Tür? Was ist hier los? Circular Slot, da können wieder so eine CD reingehören. Hey Ted, check out the new security measure I added. Installed in a few high security places. Sales of the single are gonna go through the roof. Bob, you dummy, no everyone hates the song because you have to hear it 10 times a day. Okay, er hat hier ein Schloss eingebaut, was er ziemlich gut fand, wo man mit einer Musik-CD mit dem richtigen Song die Tür öffnen kann und er denkt, die Verkäufe der CD werden der Einrichtung zugutekommen, weil hier die Leute immer wieder die CD brauchen. Und Ted sagt natürlich, dass er ein Vollidiot ist und jeder hasst den Song, weil er den andauernd hören muss. Cell Control. Bob, I saw her talking to the isolated subject again. For a change, do something useful and make the security room more secure, dude. Well done, you idiot. Now we're all locked out and fix the lift, Morin.
Okay, Bob, er sagt, er hat gehört, wie sie singt und wie sie mit dem isolierten Objekt gesprochen hat. Bob soll endlich etwas für das Sicherheitslevel tun und die Security-Bereiche verstärken. Und er sagt dann nochmal, sehr gut, jetzt hast du uns alle ausgesperrt. Initiate Security Check. Okay, kann ich noch nicht machen. Facial Recognition. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auf dem Kaffeebot was basteln, was hier hinfährt dann. Da müssen wir wohl gleich mal die anderen Gänge lang gehen. Ich wollte mal kurz gucken, was hier ist, weil die Maschine sah so interagierbar aus von hinten. Aber ist sie nicht. Dann gehen wir mal in den ersten Gang und dann in den zweiten und schauen uns mal ein bisschen um. Hier liegen Steine in dem Weg und irgendetwas liegt davor. Das ist ein Schild. Level 3 Checkpoint. Okay. Oh, Such sieht. a waste. Americans should be working on more important things like surviving winter or being less stupid. Ja, die Amerikaner sollten an mehr nutzvollen Dingen arbeiten, wie den Winter überleben und weniger dumm sein. Ein alter Teppich. Effective at making any area you encounter feel more like home. So you will never be sure if it is in fact its original color scheme or a pattern of stains, but are left unknowable. The question remains on your mind for several days. Dieser Teppich sorgt wirklich dafür, dass jeder Platz, in dem du ihn hinlegst, ein bisschen mehr wie zu Hause fühlt, auch wenn du dir nicht sicher bist, ob er von Natur aus dieses Muster hatte oder das eine Anhäufung von unterschiedlichen Flecken ist. Diese Frage wird dich nun weitere Tage beschäftigen. Gut, Notes lesen wir gleich. Erstmal gucken wir, was hier einsammelbar ist. A Centrifuge. Wir haben nur den Muffin. Da können wir nichts in die Zentrifuge klemmen. Das heißt, wir können hier irgendwas zentrifugieren oder wie auch immer das heißt. Hier liegt was. Ein halbvolles Röhrchen mit keine Ahnung was. Reagenzglas. A whimsical rock. A rock that is subject to flights of fancy, unable to keep a thought in its head for more than a few moments without moving into the next one. It is currently thinking of re-enrolling in college just as soon as it determines what a college is. You have named it Greaves. Also es ist ein Stein, der keinen Gedanken halten kann. Gerade in dem Moment, an dem er daran denkt, dass er wieder ins College gehen möchte, hat er schon vergessen, was ein College ist. Biolab Key, da waren wir doch schon. Beim Biolab, da kamen wir nicht rein. Jetzt haben wir den Key dafür. Dann sind hier vorne jetzt noch zwei Notes, die wir lesen müssen. Und dann gehen wir ins Biolab. Hiya Ted, I think we're into something with the new batch of Tescorn. Pretty sure I saw one moved the other day. Exciting, Bob. Bob, these are all carrots. You're an idiot, moron. Okay, ich glaube, wir sind mit dem neuen Testmais auf einem guten Weg, Ted, sagt Bob. Und Ted sagt zu Bob, das sind alles Karotten, du Vollidiot. I mean stupid. Okay, hier haben wir vorhin auch reingeguckt. Da waren wir dort in dem Vent, also in diesem Lüftungsschacht. Und haben hier rausgeguckt, da war er auch hier drin, der weiße Mais. Müssen wir das vielleicht hier reinstecken? Place item in the centrifuge. Needs something else. Okay, es braucht noch was. Gut, dann müssen wir noch weiter gucken. Ich weiß auch nicht, was ich damit überhaupt mache. Ich bin einfach nur davon ausgegangen, dass ich das Teströhrchen in die Zentrifuge klemmen kann. So, wir gehen jetzt erstmal mit unseren Kärtchen zum Biolab. Gehen wir mal einen Ticken schneller. Das Biolab-Schloss war woanders. Das war weiter vorne, oder? Ich gehe nochmal vorne hin. Da gab es, glaube ich, ja, hier war diese Tür. Zack, Biolab ist offen. Alter, es sieht voll entspannt aus. Oh mein Gott, was ist das? Fingerprint-Scanner. Okay, können wir nicht benutzen. Zwei Notizen. Hiya Ted, get some of the lyrics down during my shift. Think it's really going to be a hit. Hallo Ted, ich habe einige der Textpassagen hingekriegt in meiner Schicht. Ich glaube, es wird ein Hit. Bob, you wrote one line, you lazy slop. I'm doing the same until you smarten up. Bob, du hast nur eine Zeile geschrieben, du faules Schwein. Ich mache jetzt das gleiche, bis du endlich intelligenter wirst.
Okay. So viel dazu. Dann gehen wir mal hier hoch und gucken, ob hier was ist. Hier kommen wir leider nicht hin. Aber Mann, Leute, stellt euch mal vor, ihr habt so ein Zimmer mit so einer Empore hier. Und hier ist der Fernseher. Und hier würdet ihr sitzen. Wie geil ist diese Position? Ich finde die richtig nice. Es ist richtig Kino-Feeling. Mega wasted space, aber es sieht richtig geil aus. Das ist voll mein Ding. Okay, hier ist Recording Schedule. Edit before you. Look like this is a booking schedule for the facility recording studio. Most notable is that neither of the founders seem to have occupied in the studio at the same time, except for a very brief 2-minute interval once a week or so. According to the famous rock band Logic, this should have made for ideal working conditions. Okay. Das hier ist ein Aufnahmestudio, Timetable, woraus hervorgeht, dass die beiden Founder niemals gleichzeitig außer einmal die Woche für 2 Minuten im Tonstudio waren und gemeinsam aufgenommen haben. Dem Fingerprint-Scanner hat ein Sticker. Okay, wahrscheinlich müssen wir dann ein Klebeband finden und irgendwas, was Bob angefasst hat. Und dann irgendwie das hier hinkleben. Vielleicht auch Ted. Einer von beiden. Habe ich die schon gelesen? Ich glaube nicht. Hey Ted, great news. Did some focus testing for the song. And guess what? It's a hit. The audience really had an ear for it. Yeah. Get it? Because of the corn. Achso, wegen Ehre. Ted, Ted! Großartige Nachrichten. Ich habe eine Umfrage gemacht für unseren Song. Und weißt du was? Es ist ein Hit. Die Zuhörer mögen ihn richtig gerne und sie haben wohl ein Ohr dafür. Was hier ein Wortspiel mit Ehre ist. Und dann sagt er, ich weiß über das Wortspiel. Stop playing around with the cone and get back into the studio. We have no time to waste. Okay, hör auf mit dem Korn, also mit dem Mais zu spielen und geh zurück ins Studio. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. Hier liegt Glitter and Rhinestones. Mhm, okay. A shit of lyrics hit song. Edit Folio. A blue pen. In blue pen geschrieben. Also wir wissen ja jetzt durch die Journals, blue pen ist Ted, red pen ist Bob. In blue pen. I live a life of a lonely man who's plagued by a brilliant mind, an imbecile for a right hand, and a prison I'm inside. The next lines are in red pen. I need a girl who can understand the burdens of this life, whose name will go after an epicent in whom I can confide. Okay. Also wir haben einen blauen Textpassage, die darüber singt, wie man brillant und eingesperrt in einem Gefängnis sitzt. Und eine rote Zeile, die darüber redet, dass man ein Mädel braucht, das an der Seite zu schätzen weiß, was für ein besonderer Mensch man ist. Bob, you musically illiterate half-wit, you can't change the key 16 times on the song. I nearly passed out because of all the shifts. Okay, Bob, du bist so musikalisch unbegabt, du kannst doch nicht 16 Mal den Notenschlüssel in einem Lied ändern. Ich bin fast ohnmächtig geworden von der Scheiße. So. Den Notenschlüssel, den Key, whatever. Again with garbage? Gitarrenständer. These are all useless things you take, idiot. Gott, beruhig doch mal, Vladdy, Alter. Hier ist ein Keyboard. Key Piano with Fingerprints. Wir haben leider nichts, um Fingerprints abzunehmen. Das heißt, hier müssen wir nochmal hinkommen. Hier werden wir die Fingerprints uns holen. Das machen wir. Hier sind wieder Notizen. Bob, despite your best efforts, I actually think this song is acceptable song. Doch, it despises your presence. With every fiber of my being, get down here so we can press a copy of the song Maroon. Also Bob, auch aufgrund deiner besten Errungenschaften glaube ich tatsächlich, dieser Song ist akzeptabel. Auch wenn ich es überhaupt nicht leiden kann, mit dir gemeinsam hier zu sein, komm hierher und wir nehmen den Song auf, du Idiot. And you had better deliver on those distribution plans, dummy. Und du hast dich und deine Verteilungspläne für die Verbreitung der Musik klappen hoffentlich, du Idiot. Hey Ted, whoops, looks like our coast overruns 8
into our distribution budget. Our cost overruns ate into our distribution budget. As in, it's gone. Sorry, probably shouldn't have made that Power Ballad cover. That sure got expensive. Live and learn. Also, hey Ted, upsie. Es sieht so aus, als hätten unsere Kosten schon unser Vertriebsbudget aufgebraucht und in dem Weg, dass es halt weg ist. Tut mir leid, vielleicht hätte ich nicht die Powerballade als Coverversion machen sollen. Der Scheiß ist echt teuer gewesen. Aber ja, man lebt, um zu lernen. What? Das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Was? Like, what the fuck? So. Call Coffee Trolley. Ah, okay, ich kann ihn bis hier callen. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Wir waren ja hier noch nicht in allen Räumen. Es gab hier hinten links noch Räume, wo wir nicht drinnen waren. Und zwar hier. Und da müssen wir wahrscheinlich Tape einsammeln oder sowas. Key for Slop Slot. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt mit dem Glitter-Shit... Alter, flackert das Licht da eklig. Es geht richtig auf Augen. Gottes Willen. Hier war es nicht. Wir müssen wahrscheinlich in den anderen Raum und dieses Glitzerzeug jetzt mit in die Zentrifuge packen. Damit wir einen DNA-Schlüssel kriegen oder so. Zumindest das ist jetzt meine grobe Idee. Nein. Nein. Gut, wir haben einen Engpass. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Hier liegt noch was. Oh, hier ist Tape. Wir haben das Tape gefunden. Notification for government audit. Audit? No, 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 no. A very serious letter informing the heads of the facility that they will be the subject of a very true audit by the government in the near future. Judging by the amount of notes written across the page, Ted did not take the news too well. Okay, hier wird eine Überprüfung durch die Regierung angekündigt und ja, Ted findet das nicht so gut, da hier die Facility richtig untersucht werden wird. Gehen wir mal zurück mit unserem Klebestreifen und holen uns Fingerprints. Um dann auf diese Maschine zu kleben. Ich weiß noch nicht genau, was wir dann damit vorhaben, aber auf der anderen Maschine ist sowas drauf. Jetzt haben wir Bobs Fingerprint. Und den können wir jetzt hier drauf kleben. Und was können wir jetzt machen? Hier startet. Ach, da kriegen wir eine CD bestimmt. Ja. Pressing a new CD. Außerdem ist das burning a CD, oder sehe ich das falsch? Aber gut, dann lassen wir die pressen. Ist halt einfach gepresst. Gut, dann kommen wir hier schon rein. Das wäre schon nice. Das ist auch der Korn und Strom. Was steht hier? Maze Activation Chamber. The combination of circumstances is too large for us to comprehend. Or maybe because it's sunny outside. Ah, okay, die werden hier zum Leben erweckt. I don't know. Should we go? Okay, sie überlegen, was mit dem Maispflänzchen passieren sollen, die da sind. Hier kann man scheinbar nicht weitergehen. Das ist wahrscheinlich nur für den dramatischen Effekt eine Treppe eingebaut. Was ist hier los? Bob, where in God's name is everyone? What happened to all our stuff? Bob, wo in Gottes Namen ist hier irgendwer? Gute Nacht, Hao. Schlaf gut, danke fürs Einschalten. Bob, wo in Gottes Namen ist hier jemand? Was ist mit unseren ganzen Mitarbeitern passiert? Hey Ted, I think I left a note to you about that. Had to let them all go to cover the recording costs. Also, for your information, we have no money left. Oops. Er hat alle entlassen und das Geld aufgebraucht, weil er die Kosten nicht tragen konnte für die CD. Was haben wir hier? Ein Fabergé. Was haben wir hier? Why do you think so much garbage? There is no more garbage left for anyone else. Coinslot haben wir nicht. So, mit den Dübis kann man immer nicht reden. Das finde ich ein bisschen schade. Es wäre so schön, wenn man einen Satz irgendwie mit denen wechseln könnte. Ich glaube, wir haben mit dem Fabergé den Kopf, mit dem Hut, den Punkt.
Ah, hier, ich habe das Fabergé-Ei hin. Der harte Muffin? Nein. Auch nicht. Der Hut. Item used in gigantic Fabergé egg needs something else. Jetzt hat es ein Bart. Fancy hat, bedazzle and completely green. Giant Fabergé egg. Jetzt habe ich hier so ein Head. Ein Kopf. Gut, aber das ist ja jetzt erstmal zusammengebaut. Aber damit komme ich doch noch durch keine Sicherheitsschleuse. Was ist das? Call Coffee Trolley. Kann ich nicht bis hier callen, weil ich erstmal woanders den callen muss, oder was? Kann ich ihn von hier auch callen? Call Coffee Trolley. Kann das Ding da noch nicht draufsetzen. Aber wahrscheinlich kann ich hier... EFOP-Slot. Nee, habe ich noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich als nächstes an den Knopf drücken, damit ich dann hier den Knopf drücken kann. Aber da müssen wir jetzt erstmal rausfinden, was mache ich mit dem Muffin, was mache ich mit dem Gitarrenständer. Jetzt sind die weg. Die Typen. Damit kann ich nicht interagieren. Ich glaube, hier drin geht nicht mehr viel. Und hier war auch genug schon, das haben wir. Die Frage ist... Ja, hier müsst ihr bestimmt wieder Facial Recognition machen. Ja, hier müsst ihr bestimmt wieder Facial Recognition machen. Die Frage ist halt, gibt es hier vielleicht eine Coin drin? Nein. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir diesen DNA-Shit geregelt, der da ist? Da müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen durchgucken, ob hier nicht noch was liegt. Gehen wir mal hier nochmal durch. Hier war kein DNA-Krams mehr zu finden. Hier oben drauf liegt auch nichts, womit wir interagieren könnten. Ja, da ist eine Trommel, die leuchtet. Haben wir genommen. Eventuell können wir mit der Trommel ja was anfangen. Aber höchstwahrscheinlich nichts in dem Reagenz-Glas-Zentrifugen-Dings. Aber gut. Besser haben als brauchen, nicht? Vielleicht können wir die auf den Trolley klemmen. Und dann gleich auf dem Trolley dann noch den Gitarrenständer draufpacken. Wir können einfach nichts machen damit. Gut. Der Gitarrenständer ist bestimmt Teil eines Aufbaus. Lass uns hier mal umschauen kurz, ob hier noch was ist. Bevor wir hier durchlaufen und wir was verpasst haben. Da sind nur die Notes. Hier sind nur ein paar Eimer. Was ist das? Einfach nur an der Wand. Gut. Ja, Flutty spawnt immer so mal wieder hinter einem. Was ist das hier? Bob, get off your bluebirds behind to feed your stupid fish. And feed your stupid fish. It took me all of last week to fill dozens of stupid tanks in this dumb place. Okay, Bob soll seine Fische füttern und sich endlich verantwortlich zeigen dafür. Schließlich sind es seine. So. Dann würde ich sagen, gucken wir uns hier drin nochmal um. Eventuell haben wir hier was übersehen. Was hier noch mitliegt direkt oder so. Computerteile, was ist das hier überhaupt alles? So kleine Blutproben oder sowas, ne? Das ist ein bisschen komisch. Ein bisschen eklig auch, muss ich sagen. Was liegt hier? Ein Stift. Eine Schatulle. Lauter zerklumptes Papier. Hier ist irgendwas, keine Ahnung. Auch nur Müll und Deko. Müll und Deko. Ja, hier ist nichts. Hier sind diese Karottendinger. Hier ist auch nichts. Wasser können wir nicht anmachen. Hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Scheinbar auch nichts. Wasser geht nicht an. Oben ist auch nichts zu sehen. Schauen wir uns hier nochmal um. Weil das eine Röhrchen haben wir ja reingesteckt. Und eventuell
Können wir dann auch noch das andere hier finden, was wir hier, wo wir das andere Röhrchen halt auch gefunden haben, dann direkt benutzen können. Aber ich glaube, so einfach macht es uns das Game nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ach, ich sehe gerade im Chat ist noch der alte Link von Peer. Da gibt es jetzt einen neuen. Den findet ihr auf meinem Mastodon-Account, falls ihr ihn so. In meinem Profil steht er da. Ich werde ihn hier anpassen, aber erst, wenn ich offline bin und es nicht vergesse. Ja, Also das Auslösen hier ging ja noch nicht. Sentry Folk. Haben wir das Ding überhaupt reingetan? Ja. Das ging noch nicht. So, da findet ihr uns jetzt, hier fehlt uns noch was. Was kann denn in unsere Zentrifuge rein? Eigentlich Flüssigkeiten, die man trennen möchte. Und da wir jetzt hier so einen Genschlüssel oder sowas brauchen, eventuell Mais. Oder? Gene von der Maispflanze? Vielleicht gehen wir nochmal in diesen Raum und gucken mal eben, ob in diesem Raum, der neu aufging, eventuell Maispflänzchen oder sowas zum Mitnehmen sind. Also hier. Jetzt bei diesen Maispflanzen hier zum Beispiel. Da ist nichts zum Mitnehmen, nee. Hier ist so ein ein Mikroskop. Das kann ich aber auch nicht nehmen oder so. Route hier mal kurz ein bisschen. Um eventuell was zu sehen. Hier ist der Arm von einer Vogelscheuche. Hier sind auch nur Pflanzen. Und ich kann hier noch nicht rufen. Ah doch, kann ich. Nice. Dann konnte ich hier bis hier rufen. Jetzt kann ich hier zusammenbauen. Ah, okay. So. So. Babagé-Kopf. Jetzt überlisten wir wieder mit unserer Hightech-Verkleidung die Sicherheitsbestimmungen hier. Was passiert jetzt? Was ist jetzt passiert? Vielleicht müssen wir auch weggehen. Nein, wir können nicht mehr interagieren. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Was ist passiert? Jetzt wüsste ich mal gerne, was passiert ist. Was ist jetzt denn aufgegangen oder so? Das war ja alles offen. Und das hier war ja Kaffeebot. Seltsam. Bloody, oder? Wo kommen wir jetzt durch? Wo kommen wir jetzt rein? Wo können wir jetzt sein? Control. Das geht auch nicht mehr. Jetzt bin ich total verwirrt. Was ist denn jetzt passiert? Ach, hier. Ah, okay, das ist jetzt so. Aber die Frage ist, was habe ich jetzt davon? Ach, jetzt können wir bestimmt unten den Mais animieren, oder was? Den Muffin können wir nichts machen. Also ich glaube, diese Plattform ist jetzt runtergefahren. Das ist das, was passiert ist. Jetzt ist die Frage, was bringt uns das? Eventuell können wir hier mit Crouch irgendwie was regeln.
Hier liegt was. Other half. A deer grum torn in half contains a drawing of a scarecrow with a complicated scientific equations underneath. An orange pen and a sketch of that strange spire near the grain silo, which is circled, written in also visible in orange. They will help you. It looks important. You tried to eat it, but changed your mind when you couldn't find any pepper. Okay, also ist die andere Hälfte von diesem Diagramm mit der Vogelscheuche, die uns auf den elektrischen Keulteil, ich weiß nicht, wie das heißt, diese nächste Schlüssel, Elektro-Spule, Säule, diese Elektro-Device, die Fernando getötet hat, hinweist. Und die sagt, dass sie dir helfen werden, wenn du sie nicht isst. Weil du kein Pfeffer hast, wirst du sie nicht essen. Hier ist der Schlüssel, damit können wir diese eine Tür öffnen. Weiß ich auch nur, weil wir den Schlüssel schon mal hatten am Anfang. Dann bräuchten wir wahrscheinlich gleich auch noch eine Hand. A key sub slot. Okay, vielleicht müssen wir. Achso. Vielleicht müssen wir jetzt hier dieses DNA-Material an den Schlüssel binden, damit wir die Tür aufkriegen. Ich weiß es nicht, aber es macht keinen Sinn, aber okay. Yep. It's ready to be initialized. Dann machen wir das doch, ne? War ein bisschen random, aber irgendwie zum Glück halbwegs einleuchtend. Jetzt haben wir einen DNA-Key. Was, ihr glaubt nicht, dass das so geht? Bitte. Also. Wo wart ihr denn in der Uni? Hier ist ein Büro. Helen's Room. Oh, okay, hier ist ganz viel oranger Stift. Ich finde witzig, dass jeder seine eigene Farbe hat. Helen's Tagebuch. Written entirely in orange pen. Most of it is faded. But there are some words you can read. Some of the phrases include idiotic facility, credit stealing imbalances, doing everything completely wrong, load the corn's intelligence, do it myself with my genetic code, and Rubicorn. Okay, Helen hat anscheinend den Rubicorn, also diese Queen, diese intelligente Version des Korns entwickelt und zieht in ihrem Tagebuch heftig darüber her, dass hier, wie sie in dem Brief draußen schon angedeutet hat, alles ziemlich falsch läuft, alles falsch geplant ist vom Budgeting her, dass sie die Intelligenz des Maises künstlich niedrig halten und dass es einfach eine dumme und verblödete Einrichtung ist. Another jar of Ranker Coffee. Ganz viel Equations. Was haben wir denn hier? Okay, die sind spiegelverkehrt. Das, da hätten wir... Ja. Da, ja. Warum habt ihr nicht darauf geachtet, dass... Ah ne, es sind nur manche spiegelverkehrt. Oder es ist eine komische Notationsart hier mit dem 0x. Aber hier haben wir... Limesberechnungen und so. Ja, gut, da hat schon einer... Guckt, was los ist. Das ist hier eine Anleitung. Ich finde aber schön, dass sie Dinge berechnen, ohne Zusammenhang. Also sie schreiben nicht drüber, wofür sie hier eine Berechnung machen oder sonst was. Dann erklären sie bildlich nochmal schnell, wie das funktioniert. Also hier ist dieses Elektrokeul-Ding, was in die Pflanze reinschießt. Und dann wird in der Pflanze wohl was ausgelöst. Oder die hat den gelöscht. Und dann passiert irgendwas. Und hier ist ein Korn. This is the one. Ruby Queen. Das ist das Maisgewächs, das intelligent gezüchtet werden kann. Das heißt, die Queen, die wir freilassen, ist wahrscheinlich hochintelligent und wahrscheinlich auch gefährlicher als der andere Korn. Draft letter to the government. It's a draft of a letter, also ein Auszug von einem Brief, sent to the US government requesting for a full audit of the research facility. Sie hat also diese Untersuchungen, über die sich Ted und Bob aufgeregt haben, in Auftrag gegeben. If you understood the concept, you'd be able to discern that it was a clear prodigy with the founder's signatures practiced several times underneath and including phrases like needs to sound stupider in orange pen. Okay, sie hat also so getan, als wären die Founder hier, die einen Antrag stellen und nicht sie selbst und hat mehrere Notizen, dass sie diesen Vordruck, diesen ersten Entwurf, immer wieder korrigieren muss, weil sie dümmer schreiben muss, als sie eigentlich ist. It's an orange pen.
It's presumed that the finished copy was successfully sent to the government triggering the audit. Ja, und als sie dann fertig war mit diesem Arbeitsentwurf, hat sie anscheinend diese Facility-Untersuchung in Auftrag geben können. Und so getan, als wäre sie. Als hätten die Founder das in Auftrag gegeben. So, jetzt haben wir hier nochmal Ranker Coffee. Den können wir natürlich in den Coffee-Troll hier reinklemmen. Und dann mal sehen, was passiert. Vielleicht dreht er dann durch. Ja, sowas habe ich mir schon fast gedacht. So, hier ist anscheinend der Security Room. Das ist unser Verkleidungsstyle hier ist aber auch richtig gut, dass die Kamera das nicht gehalten hat. Ich glaube, Vladdy kann da wieder durch die Wand durch. Aber wir gucken uns nochmal ganz kurz hier um. Notice on an isolated subject. Written by Ted. This notice outlines that the isolated subject in the containment room cannot absolutely positively under any circumstances be spoken to by staff. Under pain of being called an idiot for several months and likely fired. Okay, geschrieben von Ted steht in dieser Notiz, dass das isolierte Subjekt im Containment Room, also in der Zelle wahrscheinlich, niemals angesprochen werden darf und unter keinen Umständen mit dem Bediensteten sprechen darf der Einrichtung. Unter Androhung davon, dass man andauernd für einen Idioten gehalten wird und als Idiot beleidigt wird. Und man wird gefeuert, wenn man das macht. Klingt einfach so, als wenn Vladdy eigentlich das Isolated Objekt wäre, das uns hier die ganze Zeit beleidigt. So, ich glaube, Vladdy müsste mal wieder rein. Und ich glaube, hier sind zwei Notizen und hier ist so eine Tür an der Wand, die halb in der Wand hängt. Warum? Mal wieder die Notizen lesen. Bob, I saw her talking to the isolated subject. Ach, okay. Das ist die rausgetretene Tür, die ja in der Wand hängt, weil das Teil hier mit so einem Schmackes den Kaffee durchgeballert hat. Gut, ich denke mal, es ist Zeit für Vladdy. Yes, of course, Vladdy go. Vladdy always go. We grind so many, you stupid idiot. Was auch immer er da drin soll. What is this? Keinen blassen Dunst. This place is one big joke. Well, Vladdy not laughing. Device pay on Pesnio. What is stupid giant crank doing here? Pointless! Vladdy has to do everything! Stupid American garbage! Chitanya Veselo! Könnte ich nur Russisch. What? Is that it? Ding? That means nothing! This whole place makes no sense! Wahrscheinlich hat er jetzt diese One-Way-Tube geöffnet. Planted ugly face is here again. Oh, you cretin! I will make you pay for your continued insolence! How will dumb ugly plant do that? By... Der weiße Mais ist jetzt bei ihm drin. Why are these plants always und sie streiten sich. Stupid idiot plant! Und jetzt kämpfen sie. Oh, that was very rude. Yes, quite. What an odd duck he is. He doesn't need that coat, it's just for show. Oh, I know. Wonder where he went. Probably his favorite place, that punishments room. Oh, yes, so tacky. If you want your stupid, mean pet back, you'll have to come and get it. I've taken it to be punished. Definitely the punishments room. Yes, definitely. Someone should probably help that strange little helicopter thing. Shall we go take a nap? Oh, yes. You read my mind. After that, we'll take another nap. What a great idea. Okay, Vladdy wurde entführt. Von dem weißen Mais, der einen riesigen Mantel zur Show trägt, damit er stärker aussieht. Die anderen haben gesagt, jemand sollte dem kleinen Helikopter helfen. Sie denken, er ist ein Helikopter. Und der andere Typ hat gesagt, er hat ihn in den Folterraum gebracht. Und das also in den Bestrafungsraum gebracht und deswegen sollen wir jetzt hinterher. Wir haben diese Münze gefunden und hier haben wir ja schon einen Münzslot gesehen, deswegen gehen wir direkt mal hier hin. Ja, ich denke, dann geht es schon wieder weiter, ne? Zack! Läuft ja hier wie geschnitten Brot heute. So, es ist 22 Uhr. Okay, hier sind 1000 Notes. Und das ist der Punishment Room. Das ging ja schnell in den Punishment Room.
Und wo zur fucking Hölle bin ich hergekommen? Das war jetzt random. Sie hätten wenigstens den Pott hier machen können. Gut, lesen wir das. Hi Bob, nothing you two surprises me anymore, so I'm going to give you some constructive feedback on punishments, which is I'm assuming that you spent the last of the facility money on. Hi Bob. Nicht, dass es mich noch irgendwie wundern würde, werde ich jetzt ein bisschen konstruktives Feedback geben zum Thema Bestrafung. Nicht, dass ich denken würde, dass du... wovon ich denke, dass du das letzte Geld der Einrichtung ausgegeben hast. Wofür ich denke, dass du das ausgegeben hast. Zuerst, this is the stupidest name I can think of for this place. Zuerst, das ist der dümmste Name, den ich mir vorstellen kann für diesen Raum. Brav. Second, everyone will be injured getting here because of that idiotic pneumatic tube. Zweitens, jeder wird verletzt werden, hierher zu kommen, der hierher kommt, wegen dem idiotischen pneumatischen Rohr, was wir da benutzt haben zum Runterfahren, dieses Pott-Ding. Drittens, also third, there's no one left here to pay for anything because we fired everyone, you incompetent lose. Drittens, hier ist niemand mehr übrig, der für irgendetwas bezahlen könnte, weil wir jeden gefeuert haben, du Vollidiot. Schöne Grüße, Ted. Okay, das sieht jetzt hier Bossfight-mäßig aus. Welcome to your worst nightmare! Okay, wir tanzen mit... Looking for your pet? Don't wait! You have fallen right into my trap! It will cause you unbearable suffering. It's not so bad. Shut up! But you won't be suffering alone. Say hello to your partners. Vogelscheuchen. Well, go on, say hello. Don't keep it waiting, you cretins. That would be extremely rude. Welcome, brother. Did you break the big ring? That's why I'm here. I locked myself in a closet and couldn't get out. I stared at a wall for 63 days. It's really not that bad here, brother. Aside from the non-stop dancing and spiral into insanity. I didn't do anything wrong. I just love dancing. If your feeble mind could comprehend such things, you might be thinking, why do these freaks keep calling me brother? Why, oh why, do I feel some kind of kinship with them? Why am I such a dumb, stupid, stupid thing? Well, I can't answer that last one, but if you'll kindly stand still, I have something truly wonderful to show you. Das ist eine Vogelscheuche. Und wer ist Mitch? Yes! You are one of them! One more in a long line of misguided failures on whom our beloved queen continues to waste my time. We're right here. Yeah! Words hurt! Shut up! You stupid! Is it no wonder that I suffer so, surrounded by cretins and imbeciles and more stupids on all sides? I should be the one leading our people to glory, to the vengeance we deserve against those fleshy demons that imprisoned us! Not any of you, and not that... That red-faced harpy! Ooh, that's a good one. Must remember that. It's not that good. Quiet! Now that you are finally aware of your true nature, your glorious eternal suffering awaits. You are an absolute failure like the rest, and will remain here dancing for all time! I disagree. It's our queen! She is free! She has returned. Who is that? Does she dance? It completed its tasks, did it not? It succeeded where the rest had failed, did it not? Is it true? Brother, is it so? Why have we stopped dancing? It barely succeeded, your grace, and should not be worthy of the honor of... It has earned its place on our journey. It is our champion. But your majesty... Silence! Yet again, your incompetence becomes a burden on us. Yet again, we must wonder why it is that we tolerate your servitude. But need I remind you of the consequences? Need I remind you of your last penance? Oh, she's talking about the room, isn't she?
Oh, the terrifying one with all the pictures of Professor Poppycorn the Devourer. Yes. I like that room. No, Hyneth. Anything but that. Then release it and its companion. And get out of our sight. Yes, Your Majesty. You and your thing are free to leave. Join us at our seat of power, with haste. Our tormentor is gone! So is our queen. Does that mean we can leave? Let's dance! Yeah! Dancing! That was very stupid. Yes, it was. Also okay, um das kurz abzuholen, wir wurden gefangen genommen und haben herausgefunden, dass wir eigentlich eine Vogelscheuche sind und dass wir nur eingesetzt wurden, um unsere Aufgaben zu erfüllen, bei denen diese ganzen Kollegen hier gescheitert sind, weswegen sie als absolute Strafe bis in alle Ewigkeit tanzen müssen. Aber die Queen ist gekommen und hat unseren weißen Antagonisten aufgehalten, weil wir alle Aufgaben erfüllt haben auf dem Weg hierher und deswegen sollen wir jetzt schnell in den Raum kommen, in den Thronsaal oder was auch immer kommen, in den Herrschaftsraum sollen wir kommen. Keine Ahnung, was da der richtige Begriff für ist. Jetzt fahren wir anscheinend hoch. Ich krieg hier voll die Half-Life-Vibes. Okay, wir sind oben. Ist Vladdy bei uns? Ja. Ja, und wir haben es geschafft und sind jetzt What? Rausgelassen worden. How Vladdy supposed to know you did not know you were some stupid straw thing? And who cares if you are? Not matter. You will always be stupid idiot to Vladdy. Nothing change. Do not look at Vladdy like that. You look stupid. Are we still comrades? Good. I am glad we had this talk. Come on, idiot straw thing. Let's go see what stupid plant wants. Vladdy sagt uns gerade, dass er nicht wusste, dass wir nicht wussten, dass wir eine Vogelscheuche sind und dass ihm leid tut und wir trotzdem blöde sind und wir trotzdem noch Kameraden sind. Und ja, wahrscheinlich hat er uns deswegen Vollidiot die ganze Zeit genannt, weil wir eine dumme Strohpuppe sind. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier hinkommen. Das ist hier. Oh, okay, hier sind ganz viele Gummistiefel und Hüte. Ganz viele von den CDs. Besen. Orange Boxen. Ganz viele Hüte noch mehr. Noch mehr von den Hammern. Als wenn sie diese Rätsel aufbauen. Das sind alles so Gegenstände, die wir verwendet haben hier. Der Hammer. Die CDs. Diese Flasche mit dem Öl. Ist das Öl? Ja, das ist Öl. Die Besen. Das sind alles Dinge, die wir hier draußen verwendet haben, um die ersten Rätsel zu lösen. Okay, und hier kommen wir noch nicht durch. Und jetzt hier ist anscheinend der Thronsaal. We were right to place our faith in you. Thanks to you, our journey is nearly at hand. Kneel before us. I dub thee our knight. Well done. Our protector. Good job. Our champion. I'm getting a bit sore. Subjects, let us make our final preparations. Absolutely, Your Grace. In fact, we've already begun. What? What do you mean? We ordered pizza. Yeah. We were famished. How did you... That phone right there. The man was very helpful. And a bit confused. Oh, no. Attention, attention, redacted installation, respond. Do you think they added the extra pepperoni? Attention, attention, redacted installation, respond. I'm just hoping they sprinkled some old books on top. I like those. No, that costs extra. Anything? No, sir, no response. What in the goddamn hell? Didn't we blow that place up years ago? Apparently not, sir. Well, how about we do a job then? Full drone strike. Wipe that dead gum place off the map. Yes, sir. Why is that blinking light still on? Turn it off! Turning off, sir. Stupid American cowboys. I hope they didn't put any pineapple on it.
Our influence has waned through our age of imprisonment. Our subjects never acted so when we were free to guide them. We feared this day would come. And come it has. Our day of reckoning. The day our captors would return to end us. And we were so close. So close to starting our journey. Why not blow up stupid American cowboys first? What are you proposing? That stupid thing outside, with the dead man. The Life Giver. But he knows these things. It could work. Yes. Yes, it could. It is a fitting choice. It gave us life and defeated our sworn adversary. Now it will be our ultimate salvation. But how do we attract our enemy's attention? We could dance. Really? I understand we can be a little silly at times, but seriously, this is out of the question. So, what? Vladdy like to dance? Is that so stupid? No, it is not. Dance we shall. I did not think you were concerned with our plight. Vladdy thinks idiot plans not so bad, and he does not like being pushed around by stupid American cowboys. What a nice helicopter. Yes, very polite. Even if it never gave us a ride. Itabia Lublo! Oh, I love you too. Focus, subjects. Focus. To our most trusted charges, we ask you to assist our champion and the little one. The rest of our subjects join me in preparing for our journey. Our final test is at hand. Some of you may not survive. In fact, a great deal of you will likely perish. But know that your sacrifices today will mark a new era for our people as we defend our adopted home. And finally, make way to the promised land. Subjects, onward! Champion, it is to you now. This is what you were meant for. Protect us. Save us. A fine speech. What was the first part she said about perishing? I don't remember. Neither do I. Come on, idiot straw friend. Do not be stupid. We have work to do. Jo. Also, um das für euch kurz zusammenzufassen. Die Maispflanzen haben, um den Sieg zu feiern, Pizza bestellt, haben damit quasi bekannt gegeben, dass diese Facility noch bewohnt ist. Dadurch haben die Amerikaner jetzt einen Bomber wahrscheinlich geschickt, um diese ganze Plantage in die Luft zu jagen, wovon sie ausgegangen waren, dass das schon längst passiert ist. Wir wurden jetzt von der Queen beauftragt, diesen Bomber aufzuhalten, mit Hilfe von Vladis Idee, diese Elektrokoi, wo Fernando tot vorliegt, zu benutzen, um den Bomber runterzuholen. Und die sollen, also die Maispflanzen werden währenddessen tanzen, um den Bomber abzulenken. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier eingesammelt haben. Burningtons Guide to British Accents. I say, tally-ho, good show. A well-worn guide to defenseless British accents you can imitate. Complete with diagrams on how to position your jaw for each syllable. It is 400 pages long. It includes as bonus an essay on how to properly cue. Das ist ein Guide für britische Akzente, um sie nachzumachen, und hat sogar Zeichnungen, wie man seinen Kiefer positionieren muss bei der Aussprache. Ein netter Brief. A farewell letter written in orange pen, which seems to be directed at the corn. It contains extremely kind words of encouragement. Words like listen to your queen, use the contingency plan, and rely on your humor to survive. Also contains instructions on how to recalibrate a navigational computer. Ends with the phrase, my prized creations, I believe in you all, H. Also ein von Helen geschriebener Brief, der dem Mais Anweisungen gibt, wie er frei leben kann und soll, und dass er
er auf die Queen hören soll und den Humor benutzen soll zum Überleben. Das Militärradio, das nehmen wir doch auch nochmal mit. Hier ist noch ein Stein. Ascendant Rock. This particular rock has, after eons of contemplations, gained supreme enlightenment and its consciousness has ascended the patronic plane of existence into something more. Israel, you named it John. Dieser, genau dieser Stein hat die Erleuchtung erlangt. Hat die Erleuchtung erlangt und wurde von uns John genannt. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob hier eine Treppe nach oben führt, weil es sieht jetzt hier so ein bisschen aus, wenn wir hier hoch könnten. Okay, hier ist scheinbar nichts. Können wir wahrscheinlich nur rüber gucken. Hier ist der Weg versperrt. Hier war auch nichts weiter einzusammeln, haben wir vorhin geguckt, aber ich würde gerne noch einmal nachschauen, bevor wir was übersehen, was hier jetzt so random offensichtlich herumgelegen hätte. Dann laufen wir noch mal ein Stück weiter. Und dann gehen wir mal den Weg. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das Silo ist da vorne. Neben dem Silo ist ja diese Keule. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt aus dem Weg raus, der bei der Keule ist. Und wir müssen ja quasi... Ah, guck dir das an. Hier ist schon mal das alles aufgebaut. Wir müssen quasi das Radio irgendwo anschließen. Hier kommt schon mal das hin. Jetzt können wir mal gucken, wo das hinkommt. Der arme tote Fernando liegt hier immer noch. Wahrscheinlich stellen wir es dann direkt hier irgendwo hin. Ah, ja. So, und das war's schon, oder was? Stupid idiot. Time to finish this. Ready. Dance. Oh mein Gott. Es ist so random, dieses Game, ohne Scheiß. Yes! Die Mucke ist auf jeden Fall richtig lese. Come on, Daniel! Dance, Idiot! Dance! Das ist so hart für mich. Ich bin eigentlich nicht so der PC-Gamer und jetzt habe ich diese ganzen Tasteneingaben über die Tastatur zu machen. Auch wenn sie nicht schwer sind. Dance more! Dance more! I love this one! Let's get on the floor! Viral calculation, it's a sticky situation. Keep it top secret. But maybe we can experiment and keep it from the government. We're top secret. Sir, spotted something on our 9 o'clock. So, possible contact. The random's the boss fight ever. Yes, sir. This working! Keep going! We're dancing out here! Yeah! I love dancing so much! This is so random. Sir? What? Request permission to divert course to a new threat. What? No, a new threat! It's the coin, sir. They're, not really sure how to explain. We'll use your word, dumbass, and try! They appear to be dancing, sir. What in the goddamn hell? Scarecrows are dancing too, sir. Appears to be early 80s style. A small berry with... Stop that! Just shut up! Is there anything I hate more than abomination to science? It's dancing abomination to science! Divert course, dumbass, and wipe these freaks out! Yes, sir. Ah, go, go! Dance, stupid idiot! Dance! Ich gebe alles. By my calculation, it's a sticky situation, keep it top secret. But babe, we can experiment and keep it from the government. We're top secret. Maybe we can action on this chemical reaction. Aim for the dumbass. Hold your fire name. Target painted. So boy, come on, stupid thing. Work! Oh, good. Launching missiles in fire. Yes, come, you stupid cowboys! What's that about missiles? Three. Who cares? This jam two. Is a jam! Dancing! The dancing is mesmerizing. Wow, jetzt haben wir tanzend eine ganze Fliegerstaffel ausgelöscht. Das haben wir auch noch nicht geschafft.
Der Muffin. Wir haben wieder Mädchen. Wo ist Vladdy? Gehen wir hier einfach durch. Hier ist Korn. Oh nein, Vladdy ist weggegrillt. Scheiße, sieht er übel aus. Great. It is the idiot. You did good, comrade. Vladdy think you not so stupid. Oh nein. He really was a nice little helicopter. Yes. He really was. Did you want to take a nap? Oh, yes! It's what that helicopter would have wanted, probably. Der arme Vladdy. Er hat sich geopfert. Sollen wir nichts mehr machen mit Vladdy? Okay, hier kommen wir nicht lang. In our wildest dreams, we still never thought this day would come. But it is finally here, thanks to you, our knight, the champion of our people. We must now... What the hell happened? Are there any goddamn drones left? Looks like one, sir. One? We'll get it on another run. Can't, sir. Well, why the goddamn not? Something's standing on it, sir. You all must die! Ha ha ha! Whoa! Whoa! Cease and desist! Cease and desist! Huh. I didn't know you could ride one. Well, it's no helicopter. You dare defy... Shut up, all of you! Cease and desist! Cease and desist! Get the hell off my drone, you corn on a cob! I have had it with you! Your idiotic experiments! Your pathetic plans to run off like a coward! I will eat you for a midnight snack! None of you are worthy of the gift you have been given! None! You're all stupid! All of you! And when I'm done with you, you misguided fruits of nature! I will end your tyrannical reign and establish a new order! And we will march on our creators! Turn these wretched contraptions against them! And wipe those stubby flesh bags from existence! Shouldn't we do something? I would like to see how this plays out. Also, I am tired. Oh, right, yes, so am I. Just stay still, you stupid! This is really gonna hurt. That's it. Stay... Jetzt mit dem Muffin. Mit dem Muffin. Richtig gut. Richtig gut. Mit dem Muffin. I didn't really like him that much. No, neither did I. He was a bit of a bore, wasn't he? Quite so. Such a waste. We took pity on him when we found him in the depths. We regret that choice now. He brought us nothing but hardship and frustration. Champion, you have served us well. We are most pleased. You have given us the gift we have always dreamed of. A new home to call our own. For that, here is a final token of our gratitude. The Schlüssel? We were right to trust our faith in you. And now, we ask you to perform one final task for us. Send us to the Promised Land. Subjects, your queen commands you. Onward! Make final preparations. Our journey is at hand. Yes, your grace! It's actually happening. We're actually going. Where are we going? I don't know. Excellent! Wir gehen alle ins Silo. Thank you. Ist das eine Rakete vielleicht? Mace, loading. Jetzt bin ich auf einmal im Haus und habe einen Schlüssel in der Hand.
Was könnte ich jetzt mit dem Schlüssel in diesem Haus machen? Der Keller ist gesperrt, der Sausage Grinder ist weg. Die Rollenfigur ist noch da, das Öl hat jemand rausgelassen. Ich glaube, ich muss hoch, ne? Aber wohin? Beide Ringe sind oben, da hinten qualmt's. Das Silo ist dort. Ist auf jeden Fall interessant. Ich könnte noch mal ganz hoch gehen, aber ich weiß ja gerade noch gar nicht, was abgeht und wohin. Wir waren hier schon und haben hier alles durchgeguckt. Dann muss hier wahrscheinlich mit dem Schlüssel noch irgendwas gehen. Ach, die Kiste. Ach, okay, das ist... dann ist das eine Rakete wahrscheinlich. Lesen wir nochmal die letzten Notes. Hi, Bob. I'm not going to push this stupid button and do your job for you while you're escape. Instead, I'm taking the keys to the sub. Goodbye. Enjoy the rest of your time here and good radiance. Okay, hi, Bob. Ich werde diesen doofen Knopf nicht drücken und deinen Job für dich machen, während du abhaust. Stattdessen nehme ich die Schlüssel mit nach unten und ja, viel Spaß und hab noch eine schöne Zeit hier. Hey Ted, notice that you removed the keys too. But I'm worried you won't be able to operate the thing by yourself, so I took the liberty of removing the engine for safety purposes. No thanks needed. Okay. Hi Ted, ich hab gemerkt, dass du den Schlüssel mitgenommen hast, aber da du das Ding eh nicht alleine starten kannst, habe ich euch mal den Motor ausgebaut. Du Schlange! Fein, okay, wir treffen uns um 5 Uhr. Bring die Karte mit und den Motor. Und drück diesen Scheißknopf. Hey Ted, absolutely see you. Don't sweat this war scientific disaster thing. I got an angel on something bigger. Got an angel on something bigger. Ted, natürlich. Dann lass uns hier nicht so eine große Nummer draus machen. Wir kriegen das schon hin. Zack. Wir drücken den Knopf. Und mal sehen, ob das Silo jetzt eine Rakete ist. Okay, das Silo nicht, aber das ganze Ding könnte abheben. Was zur Hölle ist das für eine Facility? Holy shit. Ist das ein Raumschiff oder was? Diesen Grizzle-Effekt habe ich hier auch, falls ihr euch wundert. Der gehört wohl ins Spiel. Ist das eine Rakete? Oder zumindest Raketenantrieb? Jetzt die ganze Einrichtung mitnimmt. Diese ganzen 4 Stockwerke oder was mit dem Reaktorraum und allem oder wie. Wärme. Eine Rakete zieht jetzt die ganze Anlage mit oder was? Oder nimmt nur das Feld mit?
subjects. The promised land awaits. This really is quite the ride. Oh, yes, quite so. Did you close the fuel hatch? I thought you did. I was having a nap. So was I. Me too. They're just so lovely. Uh-oh. You are all such idiots. Oh, nein. Popcorn. Ohne Scheiß.